Meine Damen und Herren, jeder kennt den Film Nebel des Grauens. Meine Damen und Herren, ich möchte den Hauptdarsteller aus dem Film Nebel des Grauens bitte nach vorne auf die Bühne bitten. Bitteschön! Was ist das? Gibt es denn so einen dramatischen Film? Geheimnisvoll verschleiert. Schade, schade, singt er trotzdem gern das Lied Pudding und der Witz. Komm, sing dein Lied. Ja, Sergei Gleitmann mit Pudding und der Witz. Dankeschön. Und schon. So, Volker. Sergei Gleitmann hat natürlich nur einen bürgerlichen Namen, den wollte ich aber nicht verraten. So, jetzt die Geige. Ich hole mal die Gitarre. Die Leute wollen auch was dargeboten bekommen. Ich hoffe, ihr habt das Lied auch verstanden, weil Englisch ist nicht sein Ding. Und da kommt die Geige. Vorsicht, sehr gefährlich, hier unten geht es 40 Meter tief. Ja, du musst dir vorstellen, du bist jetzt in einer Klamm. Ich hole die Gitarre. Schön. Ich hole die Gitarre. Bis mehr hier rüber. Ich hole die Gitarre. Dankeschön. Ich hole die Gitarre. Ich hole die Gitarre. Warte, ich hole dann die Gitarre. Was ist das denn hier? Wer hat das denn gemacht? Was soll das denn? Wer bin ich? Ich hole die Gitarre. Dann können wir wieder loslegen, was? Ah ja. Wo ist denn meine Gitarre? Ach, da. Ich nehme mal dann da hinten und du dann hier hin. Ich gehe hier hin, weil wir sonst mit der Gitarren als am Punkt an. Wenn du ein Solo machst, dann gehst du einfach näher an das Mikrofon dran. So. Also so. Oh, Entschuldigung.
Der Mond scheint hell. Um die Ecke kommt ein Bus gefahren. Drinnen sitzen stehend Leute. Der Bus biegt um die Gerade aus Fahrbahn herum. Wir liegen Löffelchen an Löffelchen im Zug. Tonart wechseln im Parlament. Politiker, aufgepasst. Der Mann mit der Geige geigt sein letztes Hemd. Ist ohne Taschen. Und die Herren Politiker wollen uns die Musik verbieten. Warum nur? Warum ist die Banane nicht? Oh.